Jörg Volkers mit 3D-Druck. Erfahrung mit deiner kleinen 3D-Druck-Farm. Bitteschön. Ja, und da wollte ich aber erstmal fragen, ich habe nämlich bei dem Friegel schon einen riesigen Drucker im Hintergrund gesehen. Also den Wettbewerb um den größten habe ich schon verloren, bevor wir auch angefangen haben. Das ist ein Rostock und daneben ist auch noch so ein Prusa-Nachbau. Naja, wer hat denn da schon Erfahrung? Frage ich trotzdem mal. Oh ja. Ach Gott. Na gut. Egal, ich fange einfach mal an. Wieso habe ich mit 3D-Druckern angefangen? Wir hatten vor 3 Jahren die Idee, uns kleine Lichtleiter selber zu bauen für diese Modelle, mit denen wir immer zu tun haben. Und um da Prototypen erstellen zu können, habe ich mir damals eine Form 1 zugelegt in der Firma. Und dann haben wir damit sehr viel experimentiert. Und der ursprüngliche Gedanke war allerdings, den Form 1 nur für Prototypen einzusetzen und hinterher die Daten an eine professionelle Fertigung abzugeben für einen Spritzguss. So, und das Problem haben wir eigentlich immer wieder bei Spritzguss. Das lohnt sich nur bei sehr großen Stückzahlen. Da muss man schon über 1000 Stück übermachen lassen. Sonst rechnet sich das eigentlich überhaupt nicht, weil die Formkosten sehr hoch sind. Der Druck später ist billig, kostet nichts, aber die Form ist sehr teuer. Deshalb bieten diese Firmen in der Regel auch Stückzahlen unter 1000 im klassischen Spritzguss auch gar nicht erst an. So, ursprünglich sollte das also so laufen und dann haben wir aber niemanden gefunden, der so richtig Lust hatte, das zu machen. Und unsere Stückzahlen halt eben da nicht wirklich ausreichen und das Volumen von dem Auftrag dann irgendwie auch nicht attraktiv war. Und dann habe ich also irgendwann versucht oder beziehungsweise darüber nachgedacht, ist es eventuell möglich, mit so einem Formlab-Drucker auch eine Kleinserie zu produzieren? Geht das überhaupt? Und es hat sich herausgestellt, das geht tatsächlich, wenn auch mit ein oder anderen Einschränkungen. Und das ist das eine, was ich an Erfahrung berichten kann. Inzwischen haben wir ja auch noch einen zweiten, Form 2. Und die nächste Idee ist dann erst Ende letzten Jahres entstanden. Wir haben immer das Problem, dass wir unsere kleinen Elektronik, die wir bauen, irgendwie einigermaßen vernünftig verpacken müssen. Und auch dafür wäre ein Spritzflussgehäuse natürlich toll. Und wir kommen auch über 1000 Gehäuse pro Jahr. Das ist gar nicht das Problem. Nur halt in x Varianten. Und von jeder Variante braucht man dann immer nur so 100 oder 250. Und schon ist man wieder bei dem Problem, dass sich Spritzfluss irgendwie die Form einfach nicht rechnet. Das war auch andere Verfahren mit Silikonformen und so. Das hat dann aber wieder andere Nachteile. Da muss man die Form ständig erneuern. Und auch da habe ich das lange beobachtet und mir auch mal Drucker angeschaut, die mit Pulver arbeiten. Die gibt es ja auch noch. Zum Glück habe ich mir so ein Ding nicht gekauft. Und wir haben dann jetzt zum Jahreswechsel uns so ein paar Prusas geholt. 4 Stück. Und die sind hier seitdem, ja, die halbe Woche, sage ich mal, sind die am Drucken von irgendwelchen Gehäusen. Und über die Erfahrungen, die wir da gemacht haben und die vor allem auch die Unterschiede zwischen diesen beiden Druckverfahren, kann ich einiges erzählen inzwischen, weil auch schon durchaus ein oder andere auch schiefgegangen ist. Das gehört einfach dazu. So, jetzt versuche ich mal als allererstes, ob ich ein Video einspielen kann von unserem Fertigungslabor, ob das klappt. Bildschirm freigeben. Wo ist das geblieben? Da. Teilen. Sieht man das? Ja. Nur ein Nicken, okay, wunderbar. Also das ist ein Blick in unser Fertigungslabor. Hier vorne stehen die beiden Bestückungsautomaten und hier im Hintergrund laufen die drei Prusas. Aus irgendeinem Grund wird dieses Video unnatürlich schnell wiedergegeben. Ich muss also gleich nochmal wieder auf Stopp drücken. Was man hier sieht, sind lauter, wie heißt die Dinger, Face Shields, also jetzt für Corona solche Gesichtsmasken. Das Design findet man bei Prusa auf der Seite drauf. Das sind jetzt also keine Atemschutzmasken, sondern diese Dinger mit einem Plexiglas über das gesamte Gesicht, um ihn zu schützen, wenn dann jemand anhustet oder so. Und weil die Drucker bei uns momentan sowieso nichts Besseres zu tun haben, habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich da auch mitmachen. Wir drucken also momentan in 2 Schichten am Tag sozusagen diese Masken. Und ich hoffe, dass ich da Montag die ersten an ein Ärztezentrum hier in Wedel weitergeben kann. Die kriegen so die ersten 20. Die Geräte stehen bei uns momentan herum und dann kann man auch sowas drucken. Wenn es irgendwie hilft, warum nicht? So, da sind die also die 3 Stück in Gange. Die heißen auch Patient 1, Patient 2 und Patient 3, nicht ohne Grund, weil die auch schon die eine oder andere Reparatur hinter sich haben. Das ist unser, na, verdammt, die Lötanlage, die Dampfphase, mit der wir unsere Platinen löten. Hier, ich muss ein Stück vorspulen, sieht man die Reinigungsstation von den 3D-Druckern, die mit Harz arbeiten. Die müssen ja mit Isopropanol hinterher gespült werden. Da werde ich noch was zu sagen. Das ist eine ziemliche Schweinerei.
Und dann haben wir hier stehen die beiden Formlab. Hier vorne der Formlab 1, den wir gerade wieder reaktivieren konnten. Der war auch kaputt, der musste auch repariert werden. Und hier hinten der Form 2, den man jetzt im Moment bei mir auch im Hintergrund hört, auf dem ich einen Druck angeworfen habe. Und dann haben wir noch unseren Laser. Da könnte man auch einiges zu erzählen. Der steht ja auch in jedem Maker Fab irgendwo herum. Aber das ist eine andere Geschichte. So, das war also das. Schwupp, wie komme ich jetzt wieder zurück? Stoppen. So. Okay. Ja, warum habe ich damit letztendlich erklärt? Den Punkt kann ich also abhaken. Wir hatten eben zwei Ideen und mit Spritzfluss und einer externen Firma wurde das irgendwie nichts. Jetzt würde ich vorschlagen, versuche ich mal mit der Kamera die Drucker kurz zu erklären, obwohl die meisten, glaube ich, wissen, wie so ein Drucker aufgebaut ist, aber ich mache es trotzdem. Dazu muss ich mal eben die Kamera in die Hand nehmen. Wenn das allzu sehr wackelt, entschuldige ich mich jetzt schon. Kleinen Moment. Ich habe das vorhin probiert. Wenn ich es mit beiden Händen halte, könnte es klappen. So, mal sehen. Also, hier haben wir erstmal den Prusa-Drucker. Das ist eine Firma aus Tschechien. Ja, die haben von dem Ding letztes Jahr 60.000 Stück verkauft. Kann man sich das vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Firma hat inzwischen, was habe ich mir notiert, 450 Mitarbeiter. Und sie halten den Rekord, was Printerfarmen anbetrifft. Die haben es geschafft, mehr als 1.000 Drucker gleichzeitig laufen zu lassen. Die haben so ein altes Fabrikgebäude da irgendwo in Prag. Und da gibt es eine ganze Etage, da stehen nur diese Drucker und drucken ständig irgendwelche Teile. Und mit einem Teil seiner Kapazität druckt der jetzt in Tschechien auch diese Schutzmasken derzeit und liefert die dort aus. Der hat, glaube ich, so 800 Stück am Tag schafft er. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe höchstens 16, wenn es hochkommt. Aber immerhin. So, und wie ist so ein Drucker aufgebaut? Also mechanisch ist das eigentlich wirklich absolut simpel gemacht. Links und rechts gibt es hier zwei Spindeln für die Z-Achse. Der Tisch bewegt sich vorwärts und rückwärts. Den kann man hier verschieben. Sieht man das? Achso, ich muss das kontrollieren. So. Und dann haben wir noch den Druckkopf, der natürlich von rechts nach links marschiert. Das ist mechanisch gesehen eigentlich schon alles. Alles mit Schrittmotoren gemacht. Relativ simpel. Der Druckkopf selber hat dann zwei Lüfter. Hier auf der linken Seite ist ein Lüfter, um den eigentlichen Extruder zu kühlen. Der Extruder hat also unten eine Heizung, die geht so bis 200, 240 Grad, je nachdem, welches Material man hat. Und darüber muss das allerdings auch schon wieder gekühlt werden, dafür ist dieser Lüfter zuständig. Der läuft also ständig. Dann gibt es einen zweiten Lüfter hier vorne. Der hat eine Spezialaufgabe, der kommt nur zum Einsatz, wenn das Filament, wenn es aus der Düse herausgekommen ist, sofort wieder hart werden soll. Und das braucht man dann, wenn man Lücken überbrücken will, also wenn man sozusagen horizontal drucken will. Normalerweise wird hier ja in Schichten übereinander gedruckt, aber es gibt, je nachdem, was man drucken will, natürlich auch mal Situationen, wo man sozusagen in dieser Richtung drucken will, parallel zur Platte. Damit das überhaupt gelingt, muss das Filament, wenn es die Düse verlässt, im Grunde genommen sofort hart werden oder kalt werden. Und dafür ist dieser Lüfter zuständig. Der wird auch je nach Situation nur angeworfen. Und da steckt so ein bisschen Know-how drin, da unterscheiden sich die Drucker auch sehr stark in der Qualität, wie gut sie so eine Situation überhaupt in den Griff kriegen. Ich kann jetzt schon verraten, der Formlab kann das im Grunde genommen gar nicht, aufgrund einer anderen Drucktechnik. Ja, was muss man noch wissen? Der Extruder selber und auch viele Teile an diesem Drucker sind selber Druckteile. Also hier die orangen Teile sind alle ebenfalls im 3D-Druck entstanden bei Prusa. Deshalb hat er auch so viele Drucker da gleichzeitig am Laufen. Mal eben sehen, dass ich das gerade halte. So. Ist das bei euch auch seitenverkehrt oder nur bei mir? Na gut, ist ja auch egal. Das Ding ist ja mehr oder weniger symmetrisch. Also ich sehe es richtig. Ah, dann ist es nur bei mir das Testbild. Das irritiert mich nämlich total hier. So. Das kannst du wahrscheinlich umschalten. Ja, ach shit, nicht jetzt. Jetzt habe ich auch noch Werbung auf dem Bildschirm. Ich kann nur hoffen, dass ihr die nicht seht. Okay, das Filament kommt in solchen Spulen an. Das ist auch nicht weiter geheimnisvoll. Es gibt zwei verschiedene Durchmesser, die sich durchgesetzt haben. Einmal 1,75 und 3, irgendetwas. Dieser Drucker arbeitet mit dem 1,75er. Das ist auch das, was heute am meisten verwendet wird. Ja, was kann man dazu noch sagen? Im Grunde genommen ist das alles Open Source, Open Hardware. Die Dateien oder auch diese Druckdaten, die man braucht, um solche Teile hier zu drucken, sind alle frei zugänglich. Die Software ist frei zugänglich. Es gibt Schaltpläne für das Steuerbord, was hier an der Seite versteckt ist. Ich gehe mal so rum, hier in diesem Kasten.
steckt die Steuerplatine drin. Ich habe das einmal aufgemacht und ganz schnell wieder zugemacht. Und auf der anderen Seite des Druckers befindet sich dann hier ein Netzteil. Das ist mehr oder weniger was Handelsübliches für die ganze Versorgung von dem Teil. Die Stromaufnahme ist nicht so ganz ohne, weil das Teil hier auch ein beheizbares Bett hat, was man also auch auf weit über 100 Grad erwärmen kann. Und dafür braucht er schon ein bisschen Leistung. Ist auch wieder völlig materialabhängig, ob man das Bett aufwärmt oder nicht. So, und wie das Ganze funktioniert, kann man sich vorstellen. Er fängt also, fährt diesen eigentlichen Druckkopf runter und fängt dann an, auf dieser Platte hier letztendlich zu drucken. Und zu den Problemen, die da auftauchen können, will ich lieber in einem zweiten Schritt nochmal drauf eingehen. Ich versuche jetzt mal weiterzugehen zu dem Formlab. Also hier wird das Objekt von unten nach oben aufgebaut. In dieser Richtung. Und ich hoffe, mein Kabel reicht so weit. Wir werfen jetzt einen. Jetzt ist mein Kopfhörer zu kurz. Das ist ja doof. Moment. Das muss jetzt mal ohne Kopfhörer gehen. So, hier haben wir jetzt also den. Den Formlab in Aktion. Das ist also ein Form 2. Der wird inzwischen auch nicht mehr hergestellt. Es gibt inzwischen eine Form 3. Die Firma entwickelt das also ständig weiter, die Geräte. Und was man hier so flackern und blitzen sieht, das ist der Laser, der jetzt von unten das Harz belichtet. Wir haben hier also in dem Gerät, ich kann jetzt die Haube nicht aufmachen, das mag er nicht, in dem Gerät einen Behälter, in dem sich das eigentliche Harz befindet. Dieser Behälter, hat man vielleicht eben gesehen, bewegt sich auch immer nach jeder Schicht, die fertig ist, einmal hin und her. Dann haben wir hier oben diese Plattform und das Ding druckt genau umgekehrt wie der Prusa-Drucker. Der Prusa hat von unten nach oben gedruckt. Dieser hier, bei diesem hängt das Objekt praktisch an dieser Plattform nach unten und wird dann von unten Schritt für Schritt aufgebaut und quasi aus dem Harz herausgezogen nach oben. Was alles so seine Vor- und Nachteile hat. Hier sieht man jetzt gerade so einen Vorgang. Er zieht das also aus dem Bad heraus, hat dann mit seinem Wischer das Harz einmal wieder neu durchmischt. Das sind alles so Verbesserungen gegenüber dem Form 1. Der hat das noch nicht gemacht. Das Harz wird bei diesem Gerät auch erwärmt. Das erleichtert die ganze Geschichte auch. Und dann kommt wieder der Laser von unten, dieses Flacker, was man hier sieht, und belichtet eine Schicht. Das heißt, die Formdinger arbeiten mit einem ultravioletten Laser, so richtig ultraviolett ist es nicht, an der Grenze. Sieht aus, wenn man es aufmacht, so ein bisschen wie ein Laserpointer, gar nicht mal besonders groß. Und dann gibt es hinten in dem Gerät, hier hinten drin, zwei Galvanometer, kleine Galvanometer, die es in X- und Y-Richtung ablenken. Und der Laserstrahl läuft dann von hinten nach vorne. Hier sitzt ein großer Spiegel und der leitet das dann nach unten auf den Behälter. Der Behälter hat unten eine Glasplatte, damit der Laser da durchkommt natürlich und ist, und das ist ein kritischer Punkt, auf der Oberseite beschichtet mit irgendeinem Silikon-Spezialzeug, um die Haftung zu verringern. Denn jedes Mal, wenn ich bei diesem Drucker eine Schicht belichtet habe, dann muss ich ja diese ganze Geschichte nach oben fahren, damit neues Harz nachfließen kann. Und dann möchte ich nicht, dass der Druck an der Glasplatte haftet. Deshalb ist da eine spezielle Silikonschicht, die das Abtrennen dort erleichtert. Das ist ein kritischer Punkt. Diese Silikonschicht hält nicht ewig. Der Behälter, den man hier sieht, das ist auch ein Verschleißteil. Nach ungefähr so 2-3 Litern Druck muss man den austauschen und das gehört mit in die Kategorie Kosten. Da komme ich später auch noch drauf zu. Neben den Kosten, die man also fürs Harz hat, muss man auch immer daran denken, dass es bei so einem Drucker eben auch noch andere Verschleißteile gibt, die man in Abständen mal austauschen muss. Ja, wie sieht es mit... ich bleibe lieber bei meiner Liste, sonst geht das durcheinander. Wir können uns jetzt vielleicht im Vergleich mal die wesentlichen Unterschiede zwischen der Druckqualität angucken. Ich versuche jetzt mal, die Kamera muss man immer so ein bisschen überlisten. Ich gehe jetzt mal eben da drauf, dass sie scharf stellt. So. Und dann haben wir hier hinten erst einmal Sachen, die wir mit dem Prusa gedruckt haben. Da ist zunächst einmal diese wunderschöne Vase. Das ist ein Demo-Objekt, wo die also die Daten für mitliefern. Und der Druck ist wirklich einwandfrei. Also da ist absolut nichts dran zu entdecken, was irgendwie nicht in Ordnung wäre. Man sieht das hier vielleicht. Das ist gedruckt in PLA. Das ist ein Material, was sich sehr einfach verarbeiten lässt, auch sehr einfach drucken lässt. Ist eigentlich nicht sehr temperaturstabil und auch nicht für Außenanwendungen geeignet, weil es nicht UV-fest ist. Aber das ist das Material, was sich wirklich am besten und kinderleicht drucken lässt. Da braucht man noch nicht mal ein beheiztes Bett für,
und die Qualität von diesen Objekten, die auch vom Hersteller für dieses Gerät optimiert sind, ist einfach klasse. Das kann man nicht anders sagen. Sobald man anfängt, selber Teile zu konstruieren und die drucken will, kommen allerdings dann noch andere Aspekte dazu. Dann muss man darauf gefasst sein, dass das vielleicht nicht alles auf Anhieb funktioniert. Denn diese Drucker haben vom Verfahren her gewisse Einschränkungen und die muss man kennen, sonst kommt da kein erfolgreicher Druck raus. Gut, gucken wir erstmal weiter, was wir da noch mitgedruckt haben. Ich gehe mal wieder auf die Schrift, damit die Kamera hier mitspielt. Komm her. Wir brauchen mal so einen Moment. So, das sind jetzt so kleine Gehäuse, die wir hier gedruckt haben. Und man kann, glaube ich, auch so auf dem Video erkennen, dass es da immer so eine Struktur gibt, dass das also aus Fäden zusammengesetzt wurde, das Ganze. Die Oberfläche ist nicht ganz glatt. Man sieht hier immer so ein bisschen diese Striche, aber das ist für unsere Anwendung, ist das noch durchaus okay. Jetzt gehen wir mal weiter zu einem Druck, der mit dem Formlab durchgeführt wurde. Und ich glaube, da sieht man deutlich den gewaltigen Unterschied. Bei dem Formlab ist die Oberfläche absolut top. Die ist glatt. Da gibt es auch die Schichten, sieht man nicht mehr. Die Auflösung, mit der gedruckt wird, ist auch höher. Das ist eine Schichtdicke von 50 μ, während diese Schichten mit 200 μ gedruckt wurden. Allerdings muss man dazu sagen, das ist auch geschwindigkeitsoptimiert. Der Drucker könnte auch noch mit einer höheren Auflösung drucken, dann dauert es aber ewig. Sowieso generell 3D-Druck ist furchtbar langsam, das ist einfach so, das ist prinzipbedingt. Also hier haben wir das Teil von dem Formlab ohne Stützstrukturen. Und dann habe ich hier noch zwei Teile mit Stützstrukturen. Da wollte ich dann auch noch was zu sagen, warum man überhaupt diese Strukturen, diese Stützen braucht. Die Teile, das kann man hier sehen vielleicht, sind so seltsam gekippt. Also die stehen nicht flach, sondern die stehen alle so im 45-Grad-Winkel. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Das hat etwas zu tun mit dem, was der Drucker kann und was der Drucker nicht kann. Das hier vorne sind jetzt unsere Linsen, wie wir sie mit dem Form 2 drucken. Und das ist jetzt hier schwer zu sehen. Ja, man kann es nur erahnen. Es gibt unten so eine Art Plattform, auf der es gedruckt wird. Und am Rand dieser Plattform kann man einen Text lesen, wenn man jetzt eine Lupe dazu nimmt. Da steht der Dateiname drauf. Das ist so klein, ja, also dass ich das erste Mal gesehen habe, wollte ich es auch kaum glauben. Aber wenn man eine Lupe zur Hand nimmt, kann man das lesen. Das ist der Dateiname, der hier mitgedruckt wurde. Also die Auflösung von dem Drucker ist wirklich nochmal eine ganz andere Klasse, wie das, was wir hier sehen von so einem Filamentdrucker. Na gut, aber das hat auch Nachteile, da werden wir dann noch drauf kommen. So, ich denke mal den kleinen Rundgang. Wir können das mal versuchen, ob wir mit der Videolupe hier weiterkommen. Ist das zu sehen? Ja, aber das ist zu sehen, aber... Och, man sieht es eigentlich sogar ganz gut. Das ist hier so ein Druckteil und die Oberflächenstruktur, die dann da entsteht. Und hier kann man also deutlich die Schichten noch erkennen und auch die einzelnen Fäden, sage ich mal, sind an der einen oder anderen Stelle zu erkennen. Wenn man dagegen jetzt, ich tausche das mal aus, mal den weißen hier, wenn man sich dagegen jetzt mal anschaut, wie das aussieht, mit den Formdrucker, dann sind hier bei diesem, Entschuldigung, ich muss da gucken. Sorry, wackelt ein bisschen. Dann sieht man hier kaum noch Schichten. Also es kommt durch die höhere Auflösung, es kommt auch dadurch, dass die Schichten so ein bisschen ineinander übergehen, letztendlich. Und die Oberflächenqualität und ist ganz einfach eine andere. So, das ist, glaube ich, videorundgangmäßig erstmal alles. Vorsichtig, ich schalte mal eben ab, damit ihr nicht sehen müsst, wie ich die Kamera wieder einbaue hier. Ihr werdet es nur hören, fürchte ich. Mal sehen, Moment. Ja, da bin ich wieder. Auch das kann so bleiben. Gut. Ja, also die grundsätzliche Funktion, beide Systeme bauen es aus Schichten auf und haben deshalb natürlich in den verschiedenen Richtungen auch unterschiedliche Auflösungen. In der Z-Richtung hatte ich beim Prusa gesagt 0,2, es geht auch weniger, aber 0,2 ist so das Übliche. Bei den Formlab wird man eher mit 50 μ oder mit 100 μ arbeiten. Man hat also von vornherein eine wesentlich höhere Auflösung auch. In X- und Y-Richtung ist das mit der Auflösung noch was anderes. Es gibt zwei Handmeldungen. Ja, ich habe gepennt, ich hatte meinen Kopfhörer nicht auf. Wo ist eine Handmeldung? Ich sehe keine. Dafür sehe ich die Werbung hier unten. Moment, so. Friedel und Gerd. Ah,
Macht das jetzt der Carsten oder muss ich da irgendwie drauf drücken? Nein, ich glaube, die Handmeldungen, das ging darum, du hattest ganz zu Anfang gefragt, wer schon Erfahrung mit dem 3D-Druck hat. Ja. Und die Anmeldungen bezogen sich noch darauf und sind noch nicht wieder gelöscht worden. Ach so, ich habe die hier aber auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Dann sehe ich die nur. Oder, ja, der Carsten sieht die aber anscheinend auch. Keine Ahnung, aber mach dir keine Gedanken, mach weiter. Ja, es ist, ich denke, ich achte nur auf ein Zeichen, dann höre ich auf. So, was wollte ich sagen? Also damit bin ich durch. Okay, gucken wir weiter. Ich hatte gesagt, dass man mit so einem Drucker nicht jedes beliebige Design drucken kann. Also wer sich jetzt so etwas kauft, die Sachen, die der Hersteller mitliefert, die drucken sich immer total super. Wenn man dann anfängt, eigene Sachen zu konstruieren für so einen Druck, dann muss man sich vorher schon, damit das klappt, eine ganze Weile damit beschäftigen, was die Drucker können und was sie nicht können. Und ich hatte schon erwähnt, der Prusat kann auch noch ganz gut auch horizontal mal einen Faden ziehen, in Grenzen. Die Drucker, die mit Harz arbeiten, können das in der Regel überhaupt nicht. Warum nicht? Das kann man leicht verstehen. Wenn so ein Harzdrucker eine Fläche druckt, dann hat die eine Stärke von 50 μ. Der Kunststoff wird zwar ausgehärtet, aber nicht hundertprozentig, sondern der bleibt ein bisschen, eine gewisse Restflexibilität bleibt da. Und dann hat man vielleicht gesehen, dass der Behälter nach links und rechts fährt, um diese Schicht von der Glasgeschichte zu trennen. Und das geht nicht vollkommen ohne Kraft. Und da besteht ein großes Risiko, dass diese Fläche, die man da gedruckt hat, in dem Moment abreißt. Das ist vor allen Dingen beim Form 1 sehr häufig passiert, weil der das Bad auch nicht nach links und rechts bewegt hat, sondern er hat es gekippt. Es wurde also praktisch nach unten abgeschert, die Schicht. Und bei diesem Abscheren hat man es mit einigen Kräften zu tun. Und wenn man dann so super dünne Strukturen hat, dann werden die abgerissen. Das hört sich im ersten Moment vielleicht noch gar nicht so schlimm an, aber das hat ganz bestimmte Konsequenzen. Wenn nämlich bei dem Druck irgendwas von dem Druck abgerissen wird, dann hat man hinterher Partikel, die in diesem Bad herumschwimmen. Ausgehärtete Fussel mehr oder weniger oder Krümel, die da drin herumirren. Und da die dieselbe Farbe haben und auch nahezu dieselbe Dichte wie das Harz, sieht man die nicht. In den weißen, wir haben auch weißes Harz, sieht man sowieso nichts, davon mal abgesehen, aber selbst in den klaren sieht man es nicht. Und diese Partikel schwimmen dann da drin rum und mit jedem Druck werden die mehr und irgendwann bringen sie dann eine Lawine ins Rollen. Sie bringen also den Druck an irgendeiner Stelle durcheinander. Der Laser wird gestreut, härtet das nicht mehr richtig aus, es entstehen noch mehr Fussel und noch mehr Krümel und am Ende eskaliert das Ganze total und plötzlich geht der ganze Druck überhaupt nicht mehr. Das ist ja das, was vielleicht die größte Gefahr, wenn man mit den Druckern arbeitet. Man muss also darauf achten, dass alles, was man dort entwirft, auch 3D-druckbar ist, sage ich mal. Und eine von diesen Einschränkungen ist halt eben, dass irgendetwas Horizontales nicht druckbar ist mit den Geräten. Ich hätte jetzt gerne die Formlab-Software gezeigt. Die hat so einen Automatikmodus. Da kann man also eine STL-Datei reinziehen und dann den Knopf drücken und dann erzeugt sie automatisch auch die entsprechenden Supports. Und da kann man nämlich sehr schön sehen, dass fast alle Objekte, die man drucken will, so komisch gekippt werden oder auf die Spitze gestellt werden in einem 45-Grad-Winkel. Weil der Drucker im 45-Grad-Winkel eine Schräge von unten nach oben, eigentlich muss ich das umgekehrt sagen, weil es hier auf dem Kopf hängt, aber stellen wir uns mal vor, er steht auf dem Tisch, einen Winkel von 45 Grad kriegt er noch hin. Wenn der Winkel flacher wird, wird es mit dem Druck schwierig. Und das muss man wissen. Und der eingebaute Slicer weiß es. Der läuft aber jetzt leider auf meinem Rechner nicht. Sonst könnte ich das zeigen. Ich kann es gleich mal versuchen, auf dem Prusa-Slicer zu zeigen. Der kann es ja im Grunde genommen auch. Da war jetzt eine Wortmeldung vom Anton, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob du die nicht gerade beantwortet hast, aber eben bei Chipfertigung weiß ich, da gibt es eben so Design-Rules und die Tools, mit denen man diese Chips entwirft, die überprüfen, ob man die einhält. Und gibt es da sowas Ähnliches beim 3D-Druck? Jein, weil es eigentlich zwei verschiedene Programme sind, die man braucht. Man braucht ein 3D-Design-Programm, um das eigentliche Objekt zu erzeugen. Und dann geht es als STL-Datei in den Slicer rein. Und der Slicer, wenn er gut ist, der weiß es. Also der Slicer von Formlab zum Beispiel zeigt einen durch eine Verfärbung an, wenn es Druckbereiche gibt, die Probleme machen. Die werden dann rot eingefärbt und dann weiß man, an der Stelle kann es schief gehen. Und dann kann man auch manuell Support dazu bauen. Nicht? Also ich hoffe, wir hatten das bei den Weißen ein bisschen gesehen. Das ist ja alles aufgeständert, was man da druckt. Und
Das macht er einmal automatisch. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, kann man da aber auch manuell eingreifen. Was auch dann dazu führt, dass alles, was man da drucken kann, zwar wunderschön ist, aber im Grunde genommen auch nachbearbeitet werden muss. Nicht? Diese Supportstrukturen müssen nach dem Druck manuell entfernt werden. Das zeigen die Hersteller meistens auch nicht so ausführlich. Das kann also ganz schön nervig sein, wenn man da einen großen Prototypen hat, der auf 1000 Ständern steht. Dann sitzt man da mit einer Kneifzange ewig und 3 Tage und ist dabei, diese ganzen Ständer irgendwo abzukneifen. Das ist ein Problem. Man versucht dann also die Seite, die besonders gut sein soll, also auch das eine Teil, was ich hier gezeigt hatte, dann nimmt man natürlich die Seite, die sehr gut sein muss, nach oben und lässt die ganzen Ständer von unten kommen, um das auf der Plattform schräg stellen zu können. Das würde beim Druck würde das ungefähr so schräg stehen. Da war eine Wortmeldung vom Gerald. Ja. Oh, höre ich nicht. Ha, jetzt hast du auch das Mikro vergessen. Das passiert nicht nur mir. So, jetzt soll es wieder gehen. Mich würde interessieren, warum hast du dich für den Forms 2 entschieden und nicht für ein SLS-Verfahren, wo du noch mehr drucken könntest, weil du auch meinst, du brauchst so lange zum Drucken. Da kannst du sehr viel raushauen, wie ich dich verstanden habe. Ah, okay, jetzt zerfasert das. Aber das ist eigentlich gar nicht schlimm. Hauptsache, es bleibt irgendwie interessant. Ja, da gibt es einen Grund für. Ich habe mich vorher informiert und USA bietet ja auch einen Drucker an nach dem anderen Verfahren. Dazu muss ich vielleicht erklären, wo der Unterschied ist, sonst kann da niemand mitkommen. Die Formlab-Drucker arbeiten also mit einem Laser und mit einem Galvanometer, 2 Galvanometerspiegeln und fahren also per Software das von unten dann ab, um das auszuhärten. Und es gibt eine zweite Variante von Druckern, die haben unter dem Behälter einen LCD-Bildschirm und arbeiten mit einer ultravioletten Lichtquelle. Und auf der LCD wird praktisch die Schicht dargestellt und die ganze Schicht in einem einzigen Arbeitsgang belichtet. Das ist schon mal prinzipiell schneller. Ich habe dann aber fast durch Zufall herausgefunden, wo da der Haken ist. Die LCD-Bildschirme, die dort eingesetzt werden, halten nicht ewig. Und vor allen Dingen mögen die auch keine Temperatur. Und ich habe vorher noch gesucht, ich habe es nicht wiedergefunden. Bei Prusa stand auch die zu erwartende Lebensdauer drin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe irgendwas von 400 Stunden im Kopf. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Müsste ich nochmal genau gucken. Aber das ist auch ein Verschleißteil. Und diese LCD-Bildschirme, da macht man sich dann natürlich gleich Gedanken, kann ich die in 2 Jahren noch nachkaufen als Ersatzteil? Oder sind die dann möglicherweise nicht mehr am Markt? Weil sich dieser Markt ja auch LCD-Bildschirme, das entwickelt sich derart rasant. Das weiß man noch nicht. Vor allem bei einem Chinesen-Drucker hätte ich jetzt auch Bedenken. Wie sieht denn das aus? Kriege ich dann noch so ein Ersatzteil in 2 Jahren? Oder muss ich den Drucker als teuren Elektroschrott in die Ecke stellen? Und das war der eine Grund. Der zweite Grund war, wir hatten für Form 1 fix und fertige Designs mit den ganzen Stützen alles genau ausgearbeitet. Und wenn wir in Form 2 nehmen, kannst du die Datei so übernehmen und weiter drucken. Und hätten wir da den Hersteller gewechselt, hätten wir den ganzen Sheet nochmal wieder neu machen müssen, beziehungsweise nochmal wieder neu rausfummeln. Und die Drucker, die mit dem LCD-Bildschirm arbeiten, haben eine kleinere Druckfläche. Sie sind zwar schneller, aber sie haben eine deutlich kleinere Druckfläche. Und jetzt, egal, jetzt sind wir da mittendrin. Das hat dann noch wieder einen anderen Nachteil, denn jeden Druckdurchgang musst du die Teile ja später von der Plattform entfernen und mit Isopropanol spülen. Und wenn ich eine kleinere Druckfläche habe, dann muss ich x-mal am Tag, also einfach doppelt so oft spülen. Das habe ich mir dann auch von meinem Geist in Urge vorgestellt und sage, Andi, komm, dann ist egal, dann kannst du auch in Form 2 nehmen. Dann haben wir diese ganzen Probleme nicht und sind innerhalb weniger Stunden wieder einsatzbereit und können das Gerät nutzen. Inzwischen gibt es ja den Form 2 auch nicht mehr, es gibt jetzt einen Form 3. Weil wir gerade bei den Formlab-Drucker sind, das bedeutet nicht, dass ich uneingeschränkt begeistert bin von der Firma Formlabs, denn das ist ein Amerikaner und die haben eine ganz seltsame Vorstellung von Lebensdauer eines solchen Geräts und der Ersatzteilversorgung. Wir haben mal einen Form 1 gekauft, nur wenige Wochen, nachdem wir den gekauft hatten, hatten die bereits die Behälter abgekündigt. Und gesagt, es gibt den nächsten Form 2 und dann müsst ihr umsteigen und dann ist gut. So, und dann haben wir uns noch mit einem Paket mit 5, glaube ich, oder so Behältern eingedeckt für den Form 1, weil ich den natürlich weiter nutzen wollte. Das ging dann noch eine Weile gut. Dann hat der Antrieb von dem Behälter unten aufgegeben. Da steckt auch ein Schrittmotor drin. Das ist nicht nur uns passiert, das ist relativ vielen Leuten passiert. Und auch da hat Form Labs dann irgendwann gesagt, na ja gut, tut mir leid, da liefern wir jetzt keine Ersatzteile mehr für.
Und der Carsten bei uns hat dann in China allerdings tatsächlich den Originalhersteller von diesem speziellen Schrittmotor, das ist leider kein 0815, sondern etwas Spezielles, hat ihn gefunden und wir haben dann in China für 40 Euro es geschafft, noch ein Ersatzteil ranzuholen und können seitdem den Form 1 weiter nutzen. Aber das ist so eine Unternehmenspolitik, die ich auch nicht so richtig toll finde, ehrlich gesagt. Man darf ja auch nicht vergessen, jetzt bleiben wir einfach mal bei dem Drucker, die sind ja auch nicht so ganz billig. Nicht der Form 1 hat uns damals, also jedenfalls über 2000 Euro gekostet. Und der Form 2, so wie er jetzt hier steht, da haben wir, glaube ich, 3,5 bezahlt. Der Form 3 liegt jetzt, ich habe nochmal extra geguckt, bei 3300 Euro. Also das sind ja nicht so ganz billige Geräte. Und bleiben wir mal bei den Kosten. Das Harz hat einen Literpreis von, ich habe es mir notiert, 135 Euro. Das ist auch nicht so ganz ohne. Und ich hatte schon erwähnt, der Tank ist ein Verschleißteil, der liegt bei 55 Euro das Stück und er hält ungefähr 2 Liter. So, jetzt rechnen wir mal die ganzen Kosten zusammen, da kommt schon einiges zusammen. Dann bleiben wir aber bei den Nachteilen. Für den Druck braucht man eigentlich immer Support. Und dieser Support, den schmeißt man hinterher weg. Das teure Harz geht also zu einem Teil in den Support und das muss man hinterher, ist es nutzlos, kann man es einfach nur wegwerfen. Dann nächster Punkt. An dem Druck bleibt Harz hängen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Dieses Harzzeug ist extrem klebrig auch und auch von der Viskosität her so, dass es an den Druckteilen sehr stark haftet auch. Deshalb muss man den ganzen Sheet ja in Isopropanol spülen. Und das passiert auch in zwei Behältern. Also es gibt erstmal eine Grobreinigung, da kommt das ungefähr 5 Minuten rein und wird ein bisschen geschüttelt. Und dann holt man es da raus, dann kommt es in eine zweite Isopropanol-Geschichte nochmal und wird nochmal 5 Minuten nachgespült. Und dann nimmt man es heraus, lässt das mehr oder weniger trocknen. Wenn man es ganz gut machen will, muss man es dann nochmal nachhärten. Wir haben dafür so ein Gerät uns organisiert, wie man es eigentlich hier für Nagellack verwendet, um so einen Nagellack auf den Fingern zu härten. Machen viele, weil die billiger sind wie die Originalteile, die man kaufen kann. Dann kommen die also da nochmal rein und werden 15 Minuten mit ultraviolettem Licht nachgehärtet. So, und dann ist es im Grunde genommen so, dass es okay ist und die Oberflächen auch nicht mehr kleben. Also es ist nicht so ganz ohne. Bleiben wir ruhig mal entgegen dem ursprünglichen Ablauf, den ich geplant hatte, ist egal. Bleiben wir ruhig mal bei dem Formlab-Drucker. Darf ich nochmal eine Frage stellen? Ja. Was für eine Software benutzt du für die 3D-Konstruktion? Das kann ich kaum erzählen. Also bei den Gehäusen bin ich jetzt bei OpenSCAD gelandet. Das ist ja eigentlich eine Software, die für einen Programmierer irgendwie sehr, ja, sehr intuitiv ist, weil das wie eine Programmiersprache aussieht und wie eine Programmiersprache funktioniert. Und bei solchen Strukturen, wie ich sie für diese Dinger brauche, ist das also nur wunderbar. Und weil ich überhaupt keine Lust hatte, mich in eine komplexe Software einzuarbeiten, habe ich für diese Linsen, Gott, wie heißt das, Tinkercad oder so ähnlich. Das ist das Primitivste, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Trotzdem bin ich damit relativ schnell vorwärts gekommen und ich hatte, wie gesagt, keine Lust, mich in eine komplexe CAD-Software einzuarbeiten. Wobei das OpenSCAD ist nicht so ganz ohne. Also da muss man sich auch eine Weile mit herumfummeln. Aber für das, was wir vorhaben, ist das schon okay. Und das Letzte, was ich hier gezeigt hatte, dieses komplexe Druckteil, das ist auf einem professionellen CAD-Programm entstanden. Also wir haben sowas, wir haben auch tatsächlich jemanden, der damit umgehen kann, nur ich bin es nicht. Und ich hatte keine Lust, den damit zu quälen, habe das dann auf dem Wege gemacht. Egal, wir bleiben beim Formlab und über die Kosten hatte ich jetzt schon so ein bisschen berichtet, das ist also nicht so ganz ohne. Dass wir die Teile immer so komisch schräg stellen müssen, damit der Druck funktioniert, hatte ich auch schon erklärt. Jetzt gibt es noch etwas, was der Drucker prinzipbedingt nicht kann. Er kann keine Hohlräume drucken. Beziehungsweise das kann er schon, aber da bleibt dann das Harz drin, ohne ausgehärtet zu sein. Wenn ich also irgendwelche Hohlräume fabriziere, dann brauche ich irgendeine Öffnung, wo das Harz ablaufen kann. Und das geht naturgemäß nur bei relativ großen Hohlräumen. Denn bei kleinen Hohlräumen oder kleinen Ecken und so weiter, da bleibt das Harz einfach drin. Da kriegt man es mit Spülen dann auch nur sehr mühsam raus. Das ist auch noch ein prinzipielles Problem bei der ganzen Geschichte. Wieso ist das spannend? Ich habe hier so ein Teil, was mit dem Pusa gedruckt ist. Und bei diesen Druckern, die mit Filament arbeiten, ist es üblich,
das nicht vollständig mit Kunststoff zu füllen, sondern für die Füllung, für das sogenannte Infill, Strukturen zu verwenden, damit man nicht so viel Material verbraucht. Für die Stabilität wäre es ja auch nicht notwendig, das hier komplett mit Kunststoff zu füllen. Da gibt es auch x verschiedene Algorithmen für. Vielleicht kommen wir noch dazu, dass wir uns das angucken können. So in der Form könnte ich das auf einem Harzdrucker nicht machen, denn diese Hohlräume, da würde das Harz einfach drin bleiben, es würde beim Druckprozess nicht rauslaufen. Deshalb wird auf den Druckern in der Regel dann, ich sag mal, mit Vollmaterial gearbeitet, was natürlich dann bei den Kosten wieder zuschlägt. Oder man müsste ein solches Teil, ein relativ großes Teil, ganz anders anlegen und zwei Halbschalen drucken und die vielleicht hinterher zusammenkleben oder so. Da sieht man schon so ein bisschen, dass das Druckverfahren einen sehr großen Einfluss hat auch auf das Design oder umgekehrt letztendlich. Man kann nicht alles so ohne weiteres drucken mit diesen Geräten, sondern man muss vorher genau wissen, was geht, was nicht geht, sonst hat man da keinen Spaß dran. Ja, gut, dann, egal, wie gesagt, ich ändere die Strategie und wir gehen gleich zu einem weiteren Problem, was die Formlab-Drucker haben. Und das ist der Umweltaspekt, da muss man auch mal drüber sprechen. Also Kosten hatten wir schon. Man kann Pi mal Daumen rechnen, dass ein Druck auf so einem Harzdrucker, es gibt ja auch günstigeres Harz, also das Formlab-Harz ist mit 135 Euro pro Liter auch teuer. Man bekommt auch schon Harz für 60 Euro pro Liter durchaus. Aber nichtsdestotrotz, von dem Harz wird viel verschwendet, man muss viel mit dem Isopropanol abwaschen. Und im Grunde genommen ist das auch eine große Umweltsauerei, wenn man mal ehrlich ist. Denn das Harz ist giftig. Das Harz sollte man also möglichst nicht an die Finger bekommen. Wenn man mit den ganzen Teilen hantiert, braucht man also erst einmal Handschuhe. Eine Brille ist auch nicht schlecht, weil es auch nicht in die Augen spritzen sollte. Lüften kann auch nicht schaden. Ein bisschen stinken tut das Ganze auch noch. Und wenn man mit dem Isopropanol arbeitet, dann hat man natürlich es recht gestankt. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Die Harzmengen, die sich dann in dem Isopropanol lösen, führen dann dazu, dass das Isopropanol nach dem Gebrauch auch automatisch Sondermüll wird. Das kann man nicht irgendwie einfach wegkippen. Das geht nicht. Das Harz da drin ist total giftig für die Umwelt. Und insofern ist dann auch eine entsprechende Entsorgung angebracht. Und das ist alles natürlich, das sind Nachteile, die man einfach erwähnen muss und die der Hersteller, ja, da muss man schon länger suchen, um das so auf den Punkt gebracht zu sehen, wo da die Haken liegen. Also zusammengefasst, schon eine bemerkenswerte Druckqualität, das kann man nicht anders sagen. Aber privat würde ich mir so ein Ding nie kaufen. Und diese Panscherei hinterher mit dem Reinigen und diese ganzen Dinge, das ist schon sehr unangenehm. Das muss man wissen, wenn man in diese Richtung irgendetwas machen will. Ja, noch etwas, wenn man etwas abwischt, also das bleibt ja nicht aus, man muss ja auch mal diese Plattform da oben reinigen, wobei im Übrigen, wir machen das nicht mehr. Ganz am Anfang haben wir getreu den Vorgaben von Formlabs die Druckplattform nach jedem Druck auch noch gereinigt. Da hängt aber jede Menge Harz dran. Wenn man das jetzt jedes Mal mit einem Lappen abwischt, dann hat man hinterher auch noch einen Lappen voll mit diesem Harz. Den kann man so auch nicht wegwerfen. Wir haben das dann immer entweder unter das UV-Licht gelegt oder in die Sonne. Dann, wenn das da ein paar Stunden liegt, ist es ausgehärtet. Und im ausgehärteten Zustand ist es harmlos, da kann man es entsorgen. Letztendlich auch im normalen Müll. Nur nicht im flüssigen Zustand. Das ist gefährlich. Ja, die Software kann ich jetzt leider nicht zeigen. Aber die Software ist eigentlich wirklich sehr gut. Vor allen Dingen gibt es nicht allzu viele Einstellmöglichkeiten. Das hängt auch damit zusammen, dass bei dem Formlab-Drucker die Firma nur, sagen wir mal so, immerhin 10 verschiedene Materialien anbietet, also 10 verschiedene Harze grob. Man hat also eine Auswahl zwischen 10 verschiedenen Harzen, die ganz unterschiedlich optimiert sind für ganz unterschiedliche Eigenschaften. Es gibt hochtemperaturfeste Harze, es gibt welche für flexible Geschichten, es gibt Preiswerte, also unter 135 wird es allerdings nicht. Es gibt welche speziell für Zahnärzte und so weiter und so weiter. Wobei die Spezialharze dann auch schnell mal doppelt so teuer sind. Das muss man auch wissen bei der ganzen Angelegenheit. So, das ist ein sehr großer Unterschied zu den Druckern, die mit Filament arbeiten. Da ist die Situation, was das anbetrifft, vollkommen anders. Also ich würde mal sagen, wie gesagt, Druckkosten Faktor 5, Faktor 10, würde ich mal von ausgehen, wenn man das alles mal zusammen addiert. Die Geräte selber sind auch nicht ganz billig, außer man nimmt, wie viele Minuten? Ich kann es nicht lesen. Nee, kann ich angehen. Echt?
Ja, dann bin ich ins Erzählen gekommen und wir haben einen Großteil nicht geschafft. Das ist doof. Dann nochmal kurz das Wichtigste. Was ist denn jetzt vielleicht das Wichtigste? Dass ich die Punkte nochmal eben bei dem PUSA kurz erkläre. Also bei dem PUSA ist die Umweltbilanz ein ganzes Stück besser, denn man verschwendet kaum Material, auch durch das Füllen letztendlich. Dieses Teil hier ist sehr leicht, weil das eben nur Infill hat von ich weiß nicht, 10 oder 20%. Das ist sicherlich ein Vorteil und das Einzige, was man wegwirft, ist hier die Spule, die unsinnigerweise meistens aus Kunststoff ist. Es gibt inzwischen allerdings auch Anbieter, die das Material auf Pappspulen anbieten. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um da nochmal von der Umweltseite her ein bisschen was besser zu tun. So, was kann ich noch? Guck mir vielleicht... noch eine witzige Geschichte. Dieser Druck ist komplett schief gegangen. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Das ist jetzt keine Kameraverzerrung, sondern das Teil ist komplett schief und krumm. Und was ist da passiert? Ich habe während des Drucks das Fenster aufgemacht. Und dann kam ein kalter Luftzug und hat dieses Material so verzogen, dass es sich von der Druckplattform gelöst hat. Und dann geht das natürlich alles komplett schief. Das muss man wissen. Deshalb gibt es viele Drucker, die um den Druckraum eben, das ist aber der auch so eine Box da drumherum, wenn ich das richtig verstanden habe, von IKEA, damit genau so etwas nicht passieren kann. Das sind so die Fehler, die man da machen kann. So, ich nutze die 5 Minuten dann vielleicht anders. Nämlich für einen Literaturtipp. Dieses Buch mit dem schönen Titel hat 289 Seiten und beschäftigt sich ausschließlich mit einem Thema, nämlich was bei so einem Drucker alles schiefgehen kann. Das ist wirklich kein Witz. Und das ist also wunderbar aufgeteilt in Kapitel. Ich habe mir hier einen roten Zettel reingemacht, das will ich noch loswerden. Da steht also erstmal eine Fehlerdiagnose mit entsprechenden Bildern, wenn also ein Druck schief geht, woran das möglicherweise liegt. Und diese verschiedenen Katastrophen, die es da beim Druck geben kann, haben auch alle sehr sprechende Namen. Mein Liebling ist Spaghetti-Monster. Gibt es hier tatsächlich. Das passiert, wenn also Kalibrierungen falsch sind und es auch mit dem Haften auf der ersten Schicht nicht hinhaut. Aber der zweite Punkt, den ich noch viel besser finde, ist die letzte Kategorie. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann. Die heißt House on Fire. Verweist auf das Kapitel Electrical Safety. Also auch mit dem entsprechenden Humor ist das Ganze geschrieben. Und dann der nächste Literaturtyp ist dieses Ding hier. Diese 3D-Drucker, solange sie mit Filament arbeiten, sind vom Aufbau her nicht sehr kompliziert. Außerdem kann man alle Teile irgendwie im Internet bekommen, vor allem auch die Elektronik fix und fertig, das ist kein Problem. Es ist also durchaus möglich, sich so einen Drucker auch komplett selber zu konstruieren oder selber zu bauen. Und dieses Buch hier beschreibt viele mechanische, grundsätzliche Dinge, die man dabei beachten sollte, damit das am Ende alles stabil ist, möglichst spielfrei und dann auch vernünftig funktioniert. Denn spielfrei muss die Mechanik in jedem Fall sein, sonst kann da unmöglich ein brauchbarer Druck rauskommen. So, wie viele Minuten haben wir noch? Ja, ich fürchte, wir sind schon durch, weil der Wolfgang und der Martin haben auch noch bestimmt mehr als eine halbe Stunde Thema. Und ursprünglich hatten wir die erste Sitzung bis 18 Uhr geplant. Ich hatte schon gedacht, dass wir ein bisschen drüber laufen, aber sollten nicht zu weit drüber laufen. Ich würde vorschlagen, irgendwie da heute Abend einen Workshop zum Thema 3D-Druck anzubieten. Ja, da muss ich sehen, weil ich hier irgendwann raus muss. Das ist immer noch ein Problem. Oder ich riskiere es einfach, dann würde ich das erste Mal in meinem Leben die Alarmanlage auslösen. Das wäre vielleicht auch nicht so schlimm. Oder aber morgen. Wir haben morgen nämlich weniger Themen. Wenn du also morgen auch noch Zeit hast. Morgen geht. Ja, wäre das wieder um 15 Uhr nachmittags oder so? Genau. Wenn Interesse besteht. Gibt es noch Fragen dazu oder irgendwie? Dann nur noch ein, zwei Fragen. Kommt das von mir? Das kann nicht sein. Nee, wer hat im Hintergrund Ton? Ja, also ich bin morgen mit Sicherheit hier, denn die Drucker werden weiterlaufen. Das ganze Wochenende wegen dieser Corona-Geschichte dort. Und insofern, das ist kein Problem.
Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir den zweiten Teil deiner Geschichte und die Fragen dann auf morgen verschieben. Ja. Die Scheiben habe ich überhaupt nicht gesehen bei deinen Drucken. Die Scheiben, welche Scheiben? Von den Masken. Ich habe nur den grünen Rahmen gesehen. Richtig. Hier liegt das Rohmaterial herum. Ich muss das noch ein bisschen zurechtschnibbeln für den Laser. Und dann wird der Laser die ausschneiden. Alles klar. Das wollte ich jetzt morgen und übermorgen irgendwie versuchen, dass ich das hinkriege. Okay. Kannst du noch ganz kurz sagen, wie du Kontakt mit dem Erdzentrum bekommen hast? Also woher weißt du, dass die das brauchen? Wie funktioniert das? Das ist jetzt ein purer Zufall oder auch ein Umweg, wenn man so will. Und zwar hatte die Fachhochschule ist ja praktisch geschlossen momentan. Die haben, glaube ich, 4 Leute momentan in der Fachhochschule. Die hatten aber sehr viel Handreinigungsmittel eingelagert. Und ich habe dann gefragt, ob die nicht das für eine gute Idee halten würden, von diesen Handreinigungsmitteln mal einen Karton abzugeben. Das hielten sie auch für eine gute Idee. Und ich habe dann Kontakt zu meinem Hausarzt hergestellt, ob der noch Handreinigungsmittel braucht. Und der meinte, nee, ich bin gut versorgt, aber ich gebe das gerne weiter. Und in diesem Ärztezentrum, die haben sich über WhatsApp vernetzt untereinander und hat sich dann einer gemeldet und gesagt, im Moment brauchen wir es zwar noch nicht, wir würden es aber gerne hier haben für den Fall der Fälle, weil das ja unter Umständen explosionsartig hochgehen kann. Und zwischenzeitlich hatte ich dann bei Prusa gesehen, dass sie so ein Design haben. Die Materialkosten sind kaum der Rede wert, ehrlich gesagt. Das sind nur wenige Euro. Und wie gesagt, ob die Drucker hier nun rumstehen oder ob sie sowas drucken, das ist dann auch egal. Dann habe ich mir gedacht, egal, ob sie hinterher gebraucht werden oder nicht, ich druck den Sheet jetzt. Und die haben sich dann gemeldet, dass sie für sich erst einmal, vielleicht wollen sie auch erst mal gucken, wie die Dinger sind, dass sie da erst einmal 16 Stück oder so haben wollen. Letztendlich. Und dann schauen wir mal weiter, ob es noch weitere Ärzte gibt. Für Zahnärzte ist das natürlich sehr interessant, weil die natürlich sehr konfrontiert werden mit irgendwelchen Sachen, die da herumspritzen, wenn die da in Gange sind. Und die könnten das vielleicht auch ganz gut gebrauchen. Aber so wahnsinnig viele schaffe ich nicht. Wie gesagt, der Druck ist langsam. Ich brauche für ein so ein Ding 3 Stunden. Ja. Aber es ist besser wie nichts. Finde ich eine gute Sache. Na. So, also. Vielen Dank, Jörg. War super spannend. Machen wir morgen weiter. Und dann können wir auch noch diskutieren und da haben wir sicherlich Zeit auch für eine Fragestunde.